Moin meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute ein sehr, sehr wichtiges und ernstes Thema und ich weiß, ich höre mich momentan nicht so gut an, weil ich erkältet bin. Ich habe das auch auf Twitter schon geschrieben, deswegen kam vorgestern kein Video, bitte verzeiht mir da. Ich versuche auf jeden Fall weiterhin daily abzulauen, aber heute wird sich auf jeden Fall einiges ändern und ich bitte euch wirklich bis zum Ende dran zu bleiben, denn das Video oder das Thema, was ich jetzt hier ansprechen werde, ist mir sehr, sehr wichtig. Deswegen, wie gesagt, bitte bis zum Ende dranbleiben, auch wenn jetzt hier Minecraft als Hintergrund-Gameplay abgespielt wird. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ja, wichtig ist das, was ich jetzt sagen werde. Ihr wisst ja, ich war jetzt fast eine Woche bei Luca, bei Reapers. Ich hatte einen 24-Stunden-Livestream gemacht. Erstmal da wirklich vielen lieben Dank für den ganzen Support. Darüber wird aber auf jeden Fall nochmal am Montag, also morgen, ein Video dazu kommen. Da wird dann nochmal ein kleines Fazit dazu kommen. Und das Ganze ist mit Facecam. Also Leute, ja, beruhigt euch. Ja, da wird auf jeden Fall dann mit Facecam das Ganze dann am Start sein. Also das ist halt ein Real-Life-Video, sagen wir es mal so. Also egal, ihr werdet es morgen sehen. Ich möchte da gar nicht drauf eingehen jetzt viel mehr. Und zwar, ich habe ein sehr, sehr wichtiges Thema auf den Herzen. Ich hatte schon letzte Woche das Ganze angesprochen. Ich hatte da ein Video hochgeladen. Jedes Ende ist ein neuer Anfang. Und ja, heute möchte ich nochmal darüber so ein bisschen reden. Generell, mich beschäftigt momentan sehr, sehr viel. Und darüber möchte ich heute einfach mal mit euch reden. Denn durch den 24-Stunden-Livestream habe ich jetzt, was das Ganze mit der Facecam angeht, auf jeden Fall eine ganz klare Meinung, eine ganz klare Sicht bekommen. Ich hatte auch nochmal oft über die Facecam, Softboxen, Kamera und so weiter und so fort mit Luca gesprochen und ich möchte euch jetzt einfach erstmal mitteilen, was daraus gekommen ist, was wir jetzt beschlossen haben. Ganz einfache Sache, ich werde auf jeden Fall, insofern ihr das wollt, mit Facecam auf jeden Fall beginnen jetzt in der nächsten Zeit. Das heißt, in der nächsten Zeit werde ich dann halt mit Facecam aufnehmen, streamen, ich werde mir Softboxen anschaffen, ich werde mir eine Kamera holen, das heißt, ich werde auch vloggen, sofern ihr das wollt. Also Leute, schreibt bitte unbedingt jetzt unten in die Kommentare rein, ob ich das machen soll, ob ich vloggen soll, ob ich mit Facecam jetzt meine Videos und meine Streams gestalten soll und was ich bringen soll. Das ist das nächste Thema. Denn mir ist ganz, ganz wichtig, euch natürlich zu unterhalten und das geht nur, wenn ihr natürlich auch das feiert, was ich hochlade. Das heißt, ich werde jetzt eine kleine Abstimmung machen und darin sollt ihr entscheiden, was jetzt in der nächsten Zeit auf meinem Kanal kommen soll. Und zwar, Leute, unten ist ein Link in der Videobeschreibung. Da müsst ihr einfach nur Linksklick drauf machen und dann müsst ihr die ganzen Felder ausfüllen. Ich bitte euch da wirklich dafür, mal so 1-2 Minuten dafür Zeit zu nehmen. Ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr es auf jeden Fall macht. Also ihr könnt das jetzt machen oder nach dem Video. Ist mir egal. Hauptsache ihr macht es, weil ihr bestimmt somit halt darüber, was auf meinem Kanal kommen wird. Und das ist mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Das war jetzt generell so der ganze, technische Bereich generell. Wie gesagt, ich werde mir eine Kamera holen. Ich werde mir Softboxen holen und ich werde mit Facecam machen. Allerdings werde ich das erst dann machen, wenn ich umgezogen bin. Ich weiß allerdings nicht, wann ich umziehe und wohin ich ziehen werde, da ich momentan noch keine Rückmeldung von den Unis bekommen habe. Ihr wisst ja, dass ich studieren möchte und jetzt muss ich erstmal warten, wo ich genommen werde. Also, da muss ich erstmal abwarten, da kann ich euch leider noch keine Infos geben, aber ich werde das auf jeden Fall auf Twitter, in den Videos und in den Streams ankündigen und da bitte ich euch einfach aktiv zu bleiben und dann wisst ihr da auch auf jeden Fall mehr. Gut, das erstmal dazu. Jetzt möchte ich nochmal generell über meine jetzigen Videos sprechen, also das, was ich momentan auf meinem Kanal bringe. Und da werde ich jetzt ein weiteres Spiel nicht mehr bringen. Und zwar wird das Cats sein, ja. Das Spiel macht mir einfach nicht mehr viel Spaß. Ich spiele es privat nicht mehr. Und ich habe von meinem Bruder auch eine Absage bekommen. Er möchte mit mir auch nicht aufnehmen, beziehungsweise er möchte nicht in einer Aufnahme sein. Das jetzt aber nur ganz kurz am Rande. Das hat auf jeden Fall nicht dazu geführt, dass ich es nicht mehr bringen werde. Hauptsächlich ist der Grund dafür, dass ich es jetzt nicht mehr bringen werde, die mangelnde Motivation, der mangelnde Spaß. Ja, das sind so die Gründe,
warum ich es jetzt einfach nicht mehr bringe. Ich spiele es privat nicht mehr, ich habe einfach gar keinen Bock mehr dazu, das zu bringen. Und dann hat es auch keinen Zweck mehr, das Ganze auf meinem Kanal hochzuladen. War aber auf jeden Fall mal schön, das Spiel gespielt zu haben, gezockt zu haben, euch ja davon wissen zu lassen. Aber ja, wenn mir dann ein Spiel nicht Spaß macht, weiterhin, dann werde ich es auch nicht mehr bringen. Das heißt, das wird wegfallen. Ich werde jetzt Minecraft, GTA und King of Thieves also machen. Bei King of Thieves ist es so, dass ich mich in der letzten Zeit sehr, sehr stark frage, Mensch, wollt ihr das überhaupt sehen? Deswegen, ja, geht einfach unten auf den Link, guckt da mal und füllt die Felder aus. Und da wird es dann auf jeden Fall auch ein Feld dazu geben, ob ihr King of Thieves noch sehen wollt. Denn das ist so die Frage. Ich gebe jetzt King of Thieves noch mal eine letzte Chance sozusagen. Wenn ihr jetzt mir aber sehr, sehr häufig schreibt, dass ich es nicht mehr bringen soll, dass ihr es nicht mehr selber zockt, dann werde ich es auch nicht mehr bringen, Leute. Ganz einfach. Ich weiß nicht, ich sehe das ja auch an den Aufrufen und die sind stark, stark runtergegangen. Ich kann nicht genau beurteilen, woran das jetzt lag, warum das einfach so, so viele nicht mehr gucken. Aber schreibt es mir doch einfach mal unten in die Kommentare rein, warum es nicht mehr geschaut wird. Das war es eigentlich jetzt schon zu dem Video. Ich hoffe, es war jetzt nicht allzu lang. Das heißt, ich werde jetzt erstmal auf jeden Fall Minecraft GTA machen. Bei King of Thieves weiß ich es noch nicht. Je nachdem, wie jetzt King of Thieves ausfällt, werde ich das bringen oder nicht. Ja, aber versteht auf jeden Fall, dass ich Minecraft und GTA bringe. Das heißt, es kann sein, dass ich nur noch jeden zweiten Tag ein Video hochlade. Ansonsten wäre es das jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schreibt, wie gesagt, unten in die Kommentare mal rein, was ihr dazu sagt. Und geht auf den Link unten in der Videobeschreibung. Ganz, ganz wichtig. Füllt die Felder aus. Und ansonsten, ja, lasst noch eine positive Bewertung da, falls es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns einfach wieder im nächsten Video oder im nächsten Stream. Bis dahin, macht's gut und ciao.